So ganz ohne Fußball ist dann natürlich auch langweilig. Deshalb heute nochmal der letzte Test, der letzte offizielle Test gegen den Saarlandligisten aus Primstal. Souverän gestaltet, mit 13:0 gewonnen. Bist du jetzt so zufrieden mit diesen letzten Abläufen, bevor es dann nächste Woche endlich losgeht? Ja, es war nochmal wichtig, dass ein paar Jungs Spielzeit bekommen haben und wir das auch gut genutzt haben, um ordentlich zu spielen, gute Angriffe zu fahren und jeder kann mit Selbstvertrauen jetzt in die Runde gehen. Ich glaube, das war wichtig, dass wir nochmal allen Spielzeit geben konnten. Auch die Jungs, die jetzt nicht 120 Minuten in den Knochen hatten, dass sie einfach auch nochmal eine konditionelle Einheit hatten, aber eben auch spielerisch sich zeigen konnten. Das war gut, ein guter Abschluss der Vorbereitung und jetzt freuen wir uns, dass es bald losgeht. 5 Tage nach diesem emotionalen Pokalfight gegen Mainz. Wie hat die Mannschaft das unter der Woche jetzt verarbeitet? Was hast du für einen Eindruck gehabt? Ja, sie waren schon müde. Heute Morgen hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass wieder ein bisschen Frische da war, weil es körperlich einfach enorm anspruchsvoll war und die Jungs waren wirklich über Limit gelaufen und dementsprechend hatten wir ein paar Tage mehr als sonst nach Spielen in den Knochen. So sah es aus. Aber heute Morgen, wie gesagt, war das Gefühl schon da, ein bisschen frischer sind wir. Und dementsprechend war das Spiel dann auch so, dass ich das Gefühl hatte, wir waren gut unterwegs und haben ordentliche Angriffe gefahren. Und jetzt können wir uns ein bisschen erholen übers Wochenende und dann bereiten wir uns gut auf Offenbach vor und dann ist die Frische auch wieder da. Mit einer Spielpause in die Runde zu starten ist ja auch eher ungewöhnlich. So wie ich dich einschätze, wirst du aber die Zeit nutzen, um die Gegner zu verfolgen, oder? Ja, das ist klar. Wir haben jetzt schon ein Spiel mehr, oder ich habe jetzt schon ein Spiel angeschaut, der Rudi auch. Das war Offenbach schon mal sehen und natürlich wird auch Ulm schon direkt anschließend Thema sein, weil es relativ zügig dann in die englische Woche geht. Deshalb werden wir viel schauen am Wochenende, um den Gegner schon gut zu analysieren und sind ganz gespannt, wie die anderen spielen. Freut sich Horst Steffen, freut sich die Elf jetzt endlich auf den Start bald? Ich glaube schon. Also ich finde, wie gesagt, bis auf das erste Spiel gegen Dieflin, wo wir echt noch nicht ganz da waren, haben wir danach schon gezeigt, was wir können und dass wir auch ein Zusammenspiel haben, was funktioniert. Abläufe wurden besser. Insofern, ich glaube auch, das Spiel Mainz hat ja irgendwie Geschmack gemacht auf mehr und dementsprechend freuen wir uns, dass es endlich losgeht und wir um Punkte spielen können und das einfach auch wieder ja, gefordert sind, ja, wo es wirklich um was geht. Als gegen Mainz waren wir Außenseiter und jetzt wollen wir den ersten Spieltag nutzen, um sofort zu zeigen, dass wir da sind. Super, danke dir. Gerne.